Da steht er, der Andi ist bei uns. Er hat dieses Fahrzeug hier gebaut. Es ist phänomenal, er ist Feuerwehrmann. Es ist ein 6x6 Mercedes-Benz Sprinter, aber kein normaler. Hier ist nichts mehr normal, oder? Das ist richtig, ja genau. Nach 7 Jahren Bauzeit ist jetzt außen endlich fertig geworden mit einem Slipsystem. Seilabroller sagt man da dazu. Habe ich weltweit noch nie irgendwo gesehen, aber ich habe es jetzt irgendwie hingebracht und man kann das Fahrgestell und den Koffer runter da und dann separat in einen Container rein, also in einen High-Cube-Container. Geht dann nochmals rein. Du kommst wahrscheinlich aus Bayern. Ja, das ist richtig, ja, genau. Aber wo denn? Okay. München bei Feldkirchen ist das. Sehr schön. Da spricht man immer so, oder wie du sprichst? Ja, immer so, ja genau. Ich kann mir da ganz schlecht verstehen. Das ich finde das total genial, ja. Das heißt, du bist ein waschechter Bayer, kann ja, man genau, sagen? Ja, genau, das ist richtig so, ja genau. Das ist Sitzplätze, was hat der 6 Plätze? Also wir haben jetzt 6 Sitzplätze drin mit drehbaren Stühle, Isringhausstühle, die wo luftfedert sind, weil der hat auch Luftfederung drin hat. Also nicht eine Luftfederung, sondern der hat Kompressor drin mit einem Reservoir. Was phänomenal ist, ist die Farbe. Du kommst von ganz weit her. Die hat nämlich eine Besonderheit, die kommt von einem Hersteller, den werden wir gleich mal zeigen. Das kann nicht jeder. Da sind 11 Schichten drauf und die sind halbdurchlässig. Ja genau, das sind 11 Schichten. Also das Wichtigste ist einmal der Haftvermittler, der wo da ist. Der hält da überall bei den ganzen Plastikzeigeln. Das, wo meistens ziemlich schwierig ist zum Lackieren. Und da werden halt dann die ganze Schicht lebt einfach von mehreren Schichten. Und die letzte Schicht ist die Kryo-Schicht, die wo man da sieht. Das ist ein Klarlack, der ist in Galipper-Funktion lackiert. Und dadurch glänzt der immer in irgendeine andere Farbe etc. Das ist echt phänomenal, was die da hingebracht haben. Und das Grün, das ist halt einzigartiger, weil normalerweise machen sie das nur mit Rahlfarben. Und da haben sie das erste Mal jetzt nach einer ziemlich langen Entwicklung einen Metallic-Perlmutt-Effekt gebracht. Und es bleibt jetzt auch ein Unikat, haben sie mir versprochen. Also diese Farbe zumindest. Wen hast du auf der Zulassungsstelle umgebracht, damit du das Kennzeichen bekamst? Also die Chefin selber von der Zulassungsstelle habe ich das Auto präsentiert, dass ich das erstens ein schmales Kennzeichen kriege, da musste ich das Auto vorführen. Und das Kennzeichen selber hat sie dann ausgewählt und danach hat sie mir dann erst gesagt, für was das Q10 steht, dass das halt irgendwas wie Schönheit oder mit so Cremen zum Zoo hat. Q10, okay. Q10, ja, genau. Ja, ich kenne das irgendwie aus einer Creme. Ja, genau. Es wird wahrscheinlich in einem Jahr fertig. Wir werden nicht reingucken, aber eine Besonderheit, du hast ja die Möglichkeit, diese Kabine, die drauf ist, abzulassen, ja, genau, abzusetzen und da hast du dir ganz lange Gedanken gemacht, damit du dieses Fahrzeug hier als Fahrzeug benutzen kannst, wenn du unterwegs bist, zum Beispiel mal in die Innenstadt ein Eis holen. Genau, das ist richtig, ja, und vor allem, was noch zufällig rausgekommen ist, wenn man in Afrika unterwegs ist, dann hat man eine Höhenbegrenzung, wenn man in den Parks mit seinem eigenen Fahrzeug fahren will und der hat jetzt eine Höhe, wenn ich die Kabine herunter von 2,59 Meter und da darf man dann auch in so Parks selber mit dem Auto durchfahren, wenn man die Kabine irgendwo hinstellt. Das hat sich im Nachhinein zu ergeben. Ja, du hast den schönen neuen Stromanschlussstecker schon, der ist magnetisch? Nein, der ist nicht magnetisch, der ist schon zum Stecker. Das ist ja, was Richtiges. Ja, das ist. Der ist aber toll. So, der Lack hat eine Schutzfunktion. So, das ist unser Hersteller, ich zeig's mal gerade. Ja. Die Firma heißt Naviton. Ich habe sie in Kalka kennengelernt, da standen sie nämlich. Wie hast du den Weg gefunden zu Naviton? Wie ist das gegangen? Ich habe das auch im Internet gegoogelt gehabt und bin dann mit denen in Kontakt getreten. Ich wollte eigentlich nur das Schwarze unten rum machen. Und dann habe ich das Material einmal von ihnen schicken lassen, habe das dann verarbeitet und habe festgestellt, dass das brutal gut hält auf so Plastikteile. Ich bin da mal gegen den Pfosten gefahren, war alles eingedrückt. Und dann habe ich bloß meinen Heißluftfilm warm gemacht und habe das wieder rausgezogen und das Ding ist stehen geblieben, ohne dass der Lack runtergegangen ist. Und das habe ich bei noch keinem einzigen Lack feststellen können, dass das einer kann. Aber da hat es gehalten. Und bis jetzt, ich möchte mein Auto nur mit Dampfstrahler abdampfen, Fenster abputzen und dann muss das gewesen sein, nicht abledern oder sonst irgendwas und das kann der Lack. Der Lack, der verstärkt auch nochmal die Karosserie oder das Blech? Das weiß ich jetzt nicht, ob er das schafft. Auf alle Fälle ist er hochkratzfest, also normale Büsche, wie man durchfährt. Die bringen keinen Kratzer nicht rein, die kann man danach mit einem Schwamm und Wasser wieder abwaschen. Und dann schaut er wieder aus, als wenn er lackiert ist. Der Koffer zum Beispiel hinten, der ist 5 Jahre schon lackiert. Also hinten der Koffer am Anbau. Der ist 5 Jahre lackiert? 5 Jahre schon lackiert. So, das ist ein Allrad. Wer hat den gebaut, den 6x6? Ein Obereigner hat den gebaut. Ach, die guten alten Obereigner. Ja, genau. Das heißt, du bleibst in Bayern? Ja, auf alle Fälle. Hubstützen hast du drin? Ja, von Goldschmidt die Hubstützen. Ist ja normalerweise ist das ja verpönt, Hubstützen beim Offroad. Ja, aber der verschwindet komplett unten drin. Und hinten sind sie sogar in einem Schacht, wo die dann verschwinden. Also da fällt sie überhaupt nichts und die sind komplett weggert. Und die sind nicht der tiefste Punkt, sondern das Getriebe ist der tiefste Punkt. Und deswegen die Schwingstar, weil die nicht besser sind wie die Telestar in dem Auto. Weil die, normalerweise bauen sie die ja nur für kleine Wohnmobile, also für flache Wohnmobile. Aber ich wollte sie ein Offroad-Wohnmobil drin haben, dass die einfach unten drin komplett verschwinden und nicht irgendwie unten nur rausschauen. Du kannst ja durch die Unterlegkeile kannst du da noch
auch nivellieren. Das heißt, du kannst, je nachdem wie es steht, kannst du dann noch aufbauen. Ne? Ja, genau. Ich konnte dann komplett freiheben mit denen. Hat dann einen Vorteil, dass wenn die Sperren einmal schlecht rausgingen, dann tue ich einfach unterbauen mit den Klötzen, heben komplett in die Luft, dann geht die Spannung aus den Achsen raus und dann entriegeln sie die alle von allein, wenn es wirklich mal schwierig ist zum Rausgehen. Die guten alten Sperren, ja, das hier, darf ich das mal sehen, das ist die Treppe? Oder? Nein, das ist nicht die Treppe, das ist eigentlich nur Nottreppe. Wenn man wirklich mal von der Seite her einsteigen muss, normalerweise sitzt. Ach, so, Einstieg ist auf der anderen Seite? Der Einstieg ist auf der anderen Seite. Das ist der Einstieg, wenn der Wagen hier runter ist, dann steige ich über die Badzimmertür ein und ansonsten ging er wieder über das Führerhaus rein, da ist hinten ein Durchstieg dann direkt. Der Lack ist der absolute Hingucker. Also heute ist im Prinzip der erste Tag der Messe. Was sind die Reaktionen auf das Auto? Ja, also jeder spricht mir auf den Lack drauf an und ich muss sagen, wo ich den aus der Lackierkabine rausgezogen habe und das erste Mal auf das Auto aufgezogen habe, war ich selber erstaunt, wie das überhaupt geworden ist. Weil in der Spritzkabine siehst du nämlich null von dem Lack. Da siehst du keine Schimmerreihe, da siehst du nicht, dass wieder glitzeln tut, wenn Sonne draufkommt. Und das ist einfach phänomenal geworden. Also ich bin selber überrascht. Der hat einen Alkoven auch zum Schlafen? Ja, ich mache das komplett alles anders da. Bei mir kommt die ganze Technik arm in den Alkoven rein. Da ist Heizung drin, Klimaanlage drin. Da sind von Victron die ganzen Ladegeräte drin mit Wechselrichter. Im Alkoven? Im Alkoven, alles im Alkoven. Weil der ist zu schmal, dass man da drum schlafen kann. Ich wollte die ganze Technik da vorne drin haben, dass ich hinten mal Ruhe habe, wenn ich schlafe. Ich mag kein Aggregat nicht her, ich mag keinen Kühlschrank nicht her. Dann ist auch die Wärme weg, oder? Nein, die Wärme, die bleibt da oben drin. Und ich habe da einen Bayernlüfter mit eingebaut, wo man sieht, wo die Chromdinger sind. Kenn ich, habe ich selber, Bayernluft. Ja, okay. Und der saugt über den Alkoven die Luft vom Auto ab, nimmt das im Alkoven mit, wird erwärmt und dort wieder frische Luft reinblasen. Ein Wärmetauscher mit, genau. Mit Computersteuerung. So ungefähr. So, ich hoffe, du hast auch das WLAN-Modul mit drin. Das heißt, du kannst gucken? Nein, ich muss nur den Stecker mit auf den Stecker und mit dem PC machen. Okay, nicht schlimm. So, du hast einen Sandfilter mit drin? Ja, genau. So, der ist von Safari. Den habe ich übrigens jetzt auch bei meinem Hilux. Okay. Der ist ziemlich cool. Wo soll es denn hingehen, wenn du fertig bist? Ja, wenn es fertig ist, werden wir das erste Mal in Marokko mal fahren. Da kann man ja alles schön testen, ob alles funktioniert. Da haben wir Sand, Durchfahrten, Wasserdurchfahrten und das werden wir mal probieren. So, und der ist da. So, du hast eine Warnwinde vorne noch dran. Mhm. Das Interessante ist auch, du hast keine Kompromisse gemacht. Das heißt, auch die Bereifung, die Räder mit allem drum und dran, die kriegst du weltweit oder ist das schwierig? Ja, den Cooper oder die Reifengröße kriege ich auf alle Fälle überall. Ob es dann der Reifen ist, weiß man nicht genau. Aber ich habe auf alle Fälle einen Reservereifen mit dabei. Und wenn ich wirklich so weit fahre, dann habe ich noch zwei Karkassen, also zwei leere Reifen, um auf dem Dach kann ich um mit aufschneiden. Also habe ich drei Reifen mit dabei, wenn es ist. Okay, das sollte genügen, oder? Ja, das sollte genügen. Die Seilwinden vorne ist die gleiche Seilwinden wie hinten ist. Ich habe hinten auch noch mehr eine drin, mit der, wo die ganze Seil, wo praktisch das Seil abrollen von der Kabine auch funktioniert. Und somit bin ich redundant, wenn die Seilwinden wirklich hinten mal kaputt ist, dann nehme ich die vordere, baue die hinten ein und das Ding funktioniert. Und hinten ist noch eine Besonderheit mit drin. Von Taubenreuther ist es, die haben da eine Seilspulvorrichtung entwickelt und nur mit derer war das möglich, dass das Seil zentral schön auf die Walzen aufgewickelt wird und dann kein Seilverhauen gibt. Dieses Fahrzeug ist von hinten fast noch schöner wie von vorne. Nee, es ist wirklich so, weil von vorne ist es klar, das Fahrerhaus, die Farbe siehst du. Aber was ist denn da drin? Ist das der Eingang oder ist das die Treppe oder was ist hier? Du hast eine App, da zeig mal. Ich habe eine App dabei. Da kann man dann praktisch da die ganzen Heckblitzer reinmachen, wenn man sie Heck absichern will oder wenn ich die Klappen runterfahre. Die Klappen ist hydraulisch bedienbar auch über diese Tastatur. Dann kann ich die runterfahren, dann kann ich das Quad dann aufziehen, dass nochmal Seilwinden einbaut. Die Seilwinden halten das Quad auf der Rampe, dann wird die festgeschnallt und dann klappe ich das wieder zu und das Quad steht senkrecht in dem Koffer hinten dran. Echt? Ja. Senkrecht? Senkrecht, ja. Also halb schräg so. Halb schräg? Halb schräg. Und das funktioniert mit den Quads, die es da gibt, weil die ja für Allrad oder für Gelände gebaut sind. So, komm, wir gehen mal kurz rum, dass wir das mal sehen. Naviton ist der Lackhersteller und die ist jetzt schon lackiert, 5 Jahre, sagst du? Die ist jetzt 5 Jahre lackiert, ja, genau. Das ist, hinten ist alles 5 Jahre lackiert. Das hält wie am ersten Tag, oder? Du, nur gewaschen mit Dampfstrahler, da habe ich noch nie einen Schwamm hier. Super, so das Ganze. Was hast du gelernt? Bist du Fahrzeugbauer? Ja, ich habe Mechaniker gelernt, habe aber dann ganze Elektrik, Hydraulik und das Lackieren eigentlich selber nur mit dazu gelernt. Und dadurch habe ich das alles ziemlich selber bauen können. So, du hast alles hydraulisch ausgeführt? Nein, nur die Heckklappen ist hydraulisch ausgeführt und der Kippmechanismus, dass man aufkippen kann. Das kommt ja aus dem Fahrzeugbau. Ja, zeig mal bitte. Oh mein. Das geht. Nee. Ja, da geht das Ding dann in den Tee. Warte mal, ich muss das mal zeigen. Sowas habe ich noch nie gesehen.
So, du kannst es in die Höhe und nach hinten dann später, oder wie? Ja, genau. Also wenn jetzt dann, der hält jetzt dann automatisch an, und wenn jetzt ich die hinten die zwei Bolzen rausgezogen gehabt hätte, dann drücke ich da auf die Seilwinden da drauf und dann fahrt der nach hinten, hinter das Auto hinten runter. Da war noch was drin? Ja, da war noch was drin, Glenn. Ist nicht so schlimm. Warte mal, bitte mal oben lassen. Ja, sag mal so lieb. Ich muss das mal zeigen, sowas habe ich noch nie gesehen. Was, hast du sowas schon mal gesehen? Nee, sagt er. Ach so, man muss nicht staubsaugen, sagt er. Das hat den Vorteil. Jetzt mal eine Frage, das Material außen, was hast du gewählt? Ja, das ist von Ormocal, das ist ein GFK mit der stabilen Außenhaut, wo man mit dem Hammer draufschlagen kann. Also so eine, wie sagt man da, zu den Dingen, die dicken Kammern. Mhm. Also richtig die. Schlagfest. Also der Ormocal war der einzige, der wo mitgegangen ist, die Kabine zu bauen, weil man muss da noch ausschneiden. Der hat da innen drin alles ausschneiden müssen, dass die Seilrolle da Platz gehabt hat und dass das alles gegangen ist. So, du musst mir das gleich mal nochmal erklären. Du hast über Lampen eingebaut, dass du reingucken kannst, das hier kenne ich. Ja, wenn ich jetzt im Winter Schneeketten auflegen würde, dann habe ich da gleich ein Licht erinnert. Wenn ich was richten muss, habe ich ein Licht erinnert. Und da drüben, wenn man hinschaut, ist noch ein Notstromaggregat mit eingebaut, das wo komplett verschwindet, wo du nicht mehr siehst von Dometic mit einem Harzmotor. Aha. Genau. Und so. Drin ist die Seilwinden mit eingebaut, mit der Seilspulvorrichtung unten drin, wo man nicht sieht. Und da ist das Hydraulikaggregat mit drin, die wo den ganzen Kipper bedient hat. Du kommst auch gut an die Federn ran, ja, und so. Ja, genau, kannst da wirklich da super Reparatur machen, Stoßdämpfer ausbauen und die Wartungsfreundlichkeit ist gegeben dann. Jetzt darf ich das gerne wieder runter, dass nicht alle Leute das sehen. Ja, okay, warte, ich filme das nochmal, bleib mal da. Ja, okay. Ich gebe dir ein Zeichen, okay? Warte. Ich muss das nämlich hier ein bisschen aufziehen, dass wir das Ganze nochmal sehen. Okay, und bitteschön. Im Prinzip ist das ein Abrollkipper quasi, oder? Nein, also die Bezeichnung, habe ich von Holland ein bisschen abgeschaut, da gibt es LKWs, die einen Seilabroller haben. Ein bisschen anderes Prinzip, wie ich gemacht habe, die kippen den nicht an. Und ich darf jetzt den bezeichnen als Seilabroller Wohnmobil, so, sozusagen. Über LKW-Brücke auch noch mit dazu. Okay. Dass das Fahrgestell noch mehr nutzbar ist, nicht nur im Urlaub oder mit Wohnmobilkabine, sondern über LKW-Brücke mit dazu, wo man dann alles auch noch machen kann. Hast du das schon mal probiert, entsprechend abzulassen? Es geht. Wie abzulassen? Also du könntest jetzt jederzeit, wenn es nicht gerade auf der Messe ist, den abstellen. Ja, genau. Du brauchst bloß hinten da die Rollen noch hinten reinstecken, da kommen die da drauf, da kommen die Rollen drauf, die sind ungefähr bloß so hoch. Und dann kann ich den hinten runterlassen und dann liegt der gleich am Boden da, Seilwinden wieder abhängen und dann kann ich es wieder rauf da. Die Sachen später im Kühlschrank sollte man gut festmachen dann, oder? Die sollte man gut festmachen, ja, das stimmt. Also der 45 Grad Winkel nicht ganz, aber man soll sich im Urlaub nicht ganz so viel absetzen. Es soll halt einfach wirklich sein, dass man den verschiffen kann und dass man halt wirklich ein Wechselsystem hat, wo man dann das Fahrgestell als LKW nutzen kann. Und, du hast das neu gekauft, das Fahrgestell, damals? Das war Vorführer bei Obereigner. 2013 ist das Fahrgestell gebaut worden und 2015 habe ich ihn gekauft. Und du bist seit 7 Jahren am Bauen. Seit 7 Jahren. So, ich glaube, dass das so lange dauert. Deine Idee ist so bahnbrechend, aber auch so kompliziert, dass das, glaube ich, nicht jetzt von irgendeinem Massenhersteller 1000-mal in Serie gebaut wird, oder? Nein, also ich glaube, wenn der das mitmachen hat, was ich da mitgemacht habe, bis das ganze System funktioniert hat, ich habe mir ab und zu ein paar Sachen umbauen müssen, das war dann schon schwierig, aber dann hat es immer mehr Spaß gemacht, das wirklich auch umzusetzen, was man im Kopf hat, und ist eigentlich auf alle Fälle super gelungen und natürlich auch nur mit guten Komponenten, von denen wir der Seilwindenhersteller Warnwinden mit der Seilspulvorrichtung, die habe ich im Kopf schon gehabt, wie ich die bauen kann, aber dann hat es der Taubenreuter selber rausgebracht gehabt, 2 Monate bevor ich es ungefähr gebraucht habe, habe ich dann auch bei dem bestellt und das hat alles super hingehauen. Es sind viele Sachen mit drin, und dann bin ich auf die Messen oder über die Explorer zum Beispiel, bin ich auf die Farbe gekommen auch. Also nicht nur Internet, sondern auch über die Zeitschrift Explorer. Ist auch keine aggressive Farbe, es ist eine sehr schöne, freundliche, nette Farbe. Früher war die Polizei ja mal grün. Ja, genau, das stimmt. Also die Farbe hat eher meine Frau ausgesucht, die wollte so ein Grün haben. Und wir haben unter mindestens 1000 Farben so ein Grün rausgesucht. Da oben das erste, was man da sieht, das war ein Metallic-Lack, wo wir ausgesucht gehabt haben. Und ich habe dann zu Naviton gesagt, wenn ihr den in der Farbe herstellen könnt, dann lackiert den ganzen Wagen in Naviton. Und das haben die super umgesetzt und auch das erste Mal geschafft, in einem Perlmutt-Effekt-Lack das zu bringen. Was total krass ist, also wenn ich hier schon mit der Lampe drauf leuchte, ja, ändert sich schon die Farbhelligkeit. Ja. Wie lange das ist? Also das ist schon der Wahnsinn.
Also ich bin, du bist auf jeden Fall mein Held der Messe, muss ich sagen. Denn eine Kabine, die man allein kippen kann und absetzen kann. Hast du ein Foto, wo sie abgesetzt ist irgendwann mal? Hast du nicht, oder? Schick mir das mal, ja. Dass du mir das mal zuschickst, kann ich vielleicht mal einbauen, dass man nur mal sieht, wie es denn später steht. Weil du weißt ja, Leute glauben nichts, was sie nicht selber sehen. Ja, genau, das stimmt, ja. Und was sagen bei dir die Kollegen von der Feuerwehr? Ja, die haben es jetzt eher das erste Mal gesehen, vor 3 Tagen. Weil wir haben, ich habe das erste Mal ins Arbeit mitgenommen gehabt. Die haben zwar das ganze Programm schon ein bisschen mitgekriegt gehabt, was ich da alles so gemacht habe. Aber die haben echt gesagt, das habe ich super umgesetzt und hätten sie ja nicht gedacht, dass das so wird. So, wir sind am Stand von Naviton, da sind sie. Also du hättest nicht gedacht, dass es so gut wird, oder? Nein, ich habe selber nicht gedacht. Sehr schön. Und ich habe dann auch den Punkt, also wirklich Abgabe, also wenn was nicht passt hat, dann habe ich so lange hingemacht, bis jeder Punkt passt hat. Ich mag danach nicht noch irgendwas nachhaben. So ist das. Ja, vielen Dank. Und ja, du hast deine Frau gefragt, denn das ist ja was ganz Besonderes, sowas mal das erste Mal in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, Weltpremiere jetzt auf der Messe, oder? Ja, das stimmt, ja. Auch mit dem Lack ist Premiere, weil die haben wir den noch nie in dem Grün hergestellt gehabt. Was ich toll finde, ist, wie der mit dieser Last umgeht. Ja, die Hydraulik, für die ist das Spielzeug, oder? Das ist der Kippmechanismus, der ist für 4 Tonnen ausgelegt. Und die Kabine hat ungefähr 1,6 Tonnen, also Hälfte Reserve, das glaube ich, ist schon ganz gut. Mach mir mal einen Gefallen, ich bräuchte mal gerade ein Startfoto. Stell dich mal kurz mal hier auf die Ecke, dass wir das mal sehen. Genau, und schau mich mal an, genau, dass wir das haben. Ich gehe mal ganz kurz hier hin, dann sehen wir dich. Und vielen Dank fürs Einschalten. Freitag, Adventure Southside in Friedrichshafen mit dem... Andi. Andi. Ja, tschüss, genau. Andi aus München. Ciao, ciao. Ciao.